Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren League of Legends. Yeah. Ich bin mittlerweile in Gold 3 angekommen. Die Promotion habe ich nicht aufgenommen. Lag daran, dass ich Map und so neu installieren musste. Im Vorjahr habe ich andauernd Bugsplits gehabt. Das heißt, ich bin auf dem Lowscreen dann rausgeflogen. Und League of Legends meint dann halt zu wissen, dass eine Grafikkarte die Treiber aktualisieren muss oder DirectX aktualisiert werden muss oder sonstiges. Ja, hat mich ein bisschen angepisst, ehrlich gesagt. Deswegen war ich auch relativ mad und habe mich nicht so in der Lage gefühlt, aufzunehmen. Aber ist ja egal, Promotion geschafft, zweimal Thresh gespielt, also mein Main. Und das lief ordentlich gut. Dieses Mal spiele ich Kog'Maw auf der Botlane. Also AD Carry zocke ich und ja, ist nicht meine 30 Sekunden bis zum schlechteste Rolle Erscheinen der eigentlich, Vasallen. nebst der Mitte. Und der einzige AD Carry, den ich wirklich eigentlich spielen kann, haben die Gegner sich gepickt. Das heißt, das ist ein Game-Charakter. Ja, kleiner Bug drin. Ja, wird ein bisschen schwierig jetzt für mich werden. Ich versuche natürlich gut zu farmen, nicht zu fliehen und mal gucken, wie es läuft. Aber wie gesagt, ist nicht meine beste Lane. Wir haben ein sehr tankiges Team mit Malphite und Alistar. Und ganz ehrlich, hätten wir jetzt in der Mitte Die Yasuo, das Vasallen wäre sind echt erschienen. OP. Alistar kann hochschmeißen, Malphite mit seiner Ulti und Lulu ebenfalls mit ihrer Ulti. Mal gucken. Wir müssten eigentlich ganz gut klarkommen. Eine Nidalee auf der Top Lane. Ich weiß nicht, ob die nach dem Patch immer noch so kranke OP ist. Wurde ja genervt. Und ich mache gleich erstmal ein W. Kann ich mich von hier auch angreifen. Ist recht praktisch. Okay, geben wir den Malphite mal einen besseren Leash, weil der ist ja nicht so stark im Early Jungle. Das ist gar nicht stark im Clearen von Camps. Und ja, mal gucken, wie es jetzt auf der Laning Phase läuft. Die Lulu hat okay, das Item gekauft. So, farmtechnisch sollte ich eigentlich ganz gut klarkommen. Ist wahrscheinlich. Ah, na, sagt das und verpasst schon den nächsten CS. Läuft nicht so gut gerade. Mal gucken, was er sowieso in Late Game Champ. Ja, das ist die Kacke. Ich will nicht, dass die Enemy stunt. Weil da bin ich echt am Sack. Und die haben zuerst Level 2 bekommen. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen vorsichtig sein. So, dann sind wir auch Level 2. Als nächstes mache ich übrigens meinen Q. Gibt mir zusätzlich Angriffstempo. Und irgendwie verkacke ich es gerade mit dem Angriff. Ich weiß, irgendwie kriege ich daneben. Naja. Ich bin nicht so der Farmkönig. Ist wohl, glaube ich, auch nicht so schlimm. So, mein W ist kostenlos, ne? Das heißt, ich kann eigentlich meine W immer anmachen und zum Harrison. Aber ich möchte mich lieber ein bisschen mehr um den Farm kümmern. Kurz vor Level 3 sind wir jetzt auch schon. Schade. Okay, Gegner sind auch Level 3. Muss ich aufpassen, dass ich gestunt werde. Und sie trifft mich doch. Aber wir können ganz gut zurückschlagen. Lu hat auch sofort gechillt mich. Schade, obwohl ich leider exhauste. Aber es ist ganz gut, die Exhaust ja schon mal raus. Ja, jetzt verpasse ich die ganzen CS. Ja, mit Kog'Maw muss ich mich noch ein bisschen einspielen. Denn der ja nicht so der AD Carry und. Mal gucken. Aber wir haben den Trade eigentlich ganz gut gewonnen jetzt. Zumal Annie auch nicht hoch rein kann oder sonst was. Harrison hier und ich freue mich schon auf meine Ulti. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt zuerst basteln soll. Sehr gut. Den kriege ich auch. Nein, kriege ich nicht. Aber Lulu regelt. Lulu regelt. Good job, Lulu. Und mein Fiends Level 5. Ist echt krass, wie schnell er sich hochgelevelt hat.
So, ich baue jetzt direkt Schienen. Schienen? Ne, fuck. Schienen. 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 Jawohl. Dann kaufe ich mir noch zwei Heiltränke. Und gehe zurück auf die Lane. Lulu pusht schön aus. Das heißt, der Lucian wird keine Farm bekommen. Und ich guck mal, ja, 6 Farm ist der erhält. Hat jetzt auch einen Kill bekommen. Ich habe auch einen Kill. Und einen Assist. Den hat er nicht. Das heißt, farmtechnisch sollten wir ganz gut klar sein. Bzw. auf einer Höhe sein. Ich bin gespannt, womit er zurückkommt. Ich denke mal, dass er auf KDU, also Knie der Endlichkeit, bzw. also EA gehen wird. Infinity Edge. Kann aber auch sein, dass er ebenfalls die Stärke der Einigkeit baut. Und da ist er. Und er hat sich die Pickaxe geholt. Gibt natürlich nochmal einen Schub auf seinen Schaden und auf seinen Burst. Mal gucken. Wenn ich Support ja sowieso eine verdammte Hure, wenn ich das mal so sagen darf. Und da kommt sie eigentlich nicht dran. Nee, nee, nee. Kann mich halt ein bisschen zone, die Annie. Da treffe ich meinen Kuh nochmal wenigstens. Der Kuh finde ich übrigens sehr geil. Gibt mir passiv Angriffstempo dazu. Ich weiß nicht, was die Annie da geplant hat. Aber die Lulu reagiert schön schnell, macht auch ordentlich Schaden. Und mal viel, viel ganken. Das heißt natürlich jetzt Premium. Ich weiß nicht, inwiefern die Wards haben. Schade. Flash raus. Die Lulu hätte, glaube ich, ein bisschen schneller reagieren sollen. Kann ich leider nicht. Ich habe keine Boots oder sonst was. Nice. Wird ein bisschen von meinem Farm denied. Ist natürlich jetzt relativ schade, dass der Malphite seine Ulti dafür jetzt gedroppt hat. Aber wird, glaube ich, nicht zu unserem Nachteil sein. Die Annie hat nämlich geflasht. Er überfarmt mich schon stark. Boah, ich bin da richtig schlecht. Aber ich werde ziemlich stark gezoned auch von der Annie. Ah, nee, ich bin. Nee, Farm ist echt nicht meins. Ich gucke, ob ich im Late Game was reißen kann. Ich bin generell nicht so der starke Farmer. Egal mit welchem Champ. Sei es jetzt ein Wave Clear Champ. Also. Ja, haben wir doch ganz ordentlich Schaden rausgehauen. Man merkt, Cogmore. Sehr starker Champ auf jeden Fall. Vor allem, wenn er so eine Stärke der Einigkeit hat. Und auf die werde ich direkt jetzt gehen. Dieses hole ich natürlich Phage. Sollte ich beim nächsten Back auf jeden Fall, wenn ich nicht sogar schon die drei Stärke der Einigkeit zusammenkriege. Und dafür muss ich erstmal ein bisschen sparen. Oh, oh, oh. Stark out of position. Kann ich wirklich was machen? Oh, Lulu kommt aber weg. Puh, da war sie. Sie ist vor mir auf Level 6 gewesen. Komisch. Sonst hätte ich ein bisschen mehr helfen können. Fahren müsste ich. Ja, ich komme wieder ein bisschen ran. So, jetzt habe ich meinen Heal auch gleich wieder. Das heißt, wenn was von der Lulu kommt. Boah, ich bin echt schlecht, ich treffe nichts. Wir haben keine Wards. Ich platziere mal am besten ein. Relativ deep. Die Mitte sieht ganz gut aus. Fizz ist auf jeden Fall einer höher. Farmtechnik ist klar. Fizz kommt nicht so gut gegen Ari mit Farm an. Sehr gut. Die haben die Ari gesnackt. Und der Lucian droppt seine Ulti. Oha. Ja, das ist natürlich jetzt scheiße. Ich werde geblockt von Tippers. Ich dachte, man kann durch die Minions durchrennen. Hm. Shyvana hat gegankt. Das war natürlich scheiße. So, dann kaufe ich hier mal die Ingredients hier. Also die Zutaten schon mal. Und kauf mal auf jeden Fall noch die Schuhe, darauf warte ich jetzt. Weil die brauche ich, glaube ich, ganz dringend. Blutrausch. Jo, mein Feed klärt. Na, ich werde sowieso nicht so der Carry hier sein. Vielleicht, ich muss erstmal ein bisschen reinkommen. Vielleicht passiert dann was.
Sollen den Tower jetzt nehmen? Oder na, dann lieber den Drachen, Drake. So, okay, den Drachen sollten wir auf jeden Fall kriegen. Dann haben wir nochmal einen Goldschub. Hab ich den nicht geswitcht gehabt? Farm, ja, der hängt mich mit 10 Farm ab. Drachen ist noch 12. Ja, mal gucken. Den Drachen kriegen wir jetzt auf jeden Fall. Kriegen wir einen Goldschub hinterhergeschmissen. Freut man sich natürlich drüber. Ich hatte meinen Flash gerade auch noch da, ne? Aber ich wollte den Lucian noch kriegen und der hatte halt hier. Jetzt ist gerade gestorben. Good job, Team. Ja, ich bin gestorben. Finde ich auch immer. Good job. Ah, der tradet ein bisschen besser noch als ich. Hab wahrscheinlich jetzt schon BF. Nee, kauft sich die Zutaten schon für... Oh shit. Oh shit. Ja, ich kann nochmal weg. Adria hat jetzt den Fisk gesnackt. Ich brauche aber auf jeden Fall Hilfe. Und der... Ich klicke auf den Drachen und der wechselt trotzdem irgendwie den Platz dafür. Was war das? Die werden auf jeden Fall versuchen, den Tower zu nehmen. Eine kleine Krabbe. Ich glaube, der Malfi wollte sich den Lucian holen. Hat nicht so gut funktioniert. Offensichtlich. Lucian ist auf jeden Fall weggegangen. Bin ich schon ein bisschen näher dran. Wir fahren beide kacke. Boah, ich fahre nicht ganz so kacke wie er gerade. Nach Trinity werde ich wohl entweder Infinity Edge oder Blade of the Green King machen. Weiß ich noch nicht. Ist beides eine gute Idee eigentlich. So, jetzt wird Lucians Farm noch zerstört hier. Gehen zurück und holen wir Phage. Vielleicht kann ich dann noch einen Dagger holen. Ah, okay, der Farm wird nicht ganz zerstört. Und pass auf, Lulu. Oh, oh, oh. Weg da, weg da. Jo, Lulu hat überlebt. Annie hat keine Ulti mehr. Ah. Okay. Malfi könnte jetzt zwei einfache Kills abstauben. Ich habe aber keinen. Ich kann nicht da bleiben. Dann fresse ich einen Schuss und dann bin ich weg. Kaufe ich mir jetzt hier noch einen Pink Ward, nehme ich mit. So. Das sollte eigentlich aushelfen. Problem, was wir jetzt auf dem Botlane haben, ich bin kein guter Artikel und die Annie ist echt nervig. Ist wirklich ein fieser Support mit ihrem hohen Grundschaden und dem Stun, den sie ja mit einer beliebigen Fähigkeit verbinden kann. Fizz trifft seine Ulti. Wunderschön. Hat auch Void Fizz, sehe ich gerade. Oh, ist noch gestorben. Und der Lucian bewegt sich noch nicht mal. Aber von der Welle werde ich nicht so viel bekommen. Obwohl. Doch, ich bekomme alle. Auch nice. 69 Farm zu 78. Hat sich wieder ein bisschen ausgebohrt, sein Abstand. Ich werde jetzt auf jeden Fall reinpushen, weil er zurückgegangen ist. Ja, die sollte ich jetzt kriegen da hinten. Ne, immer noch nicht. Klasse. Sehr, sehr, sehr viel Farben bekommen habe ich auf jeden Fall. Und jetzt den Tower ein bisschen damagen. Gegner wurde getötet. Getroffen? Ne, und Kuh nicht. Man sieht schon, hier sieht man die extremen Mana-Probleme von Kog'Maw. Auch einer der Gründe, warum man Trinity Force baut. Gibt ja zusätzlich noch ein bisschen Mana. Ich werde auf jeden Fall den Farm hinten bleiben. Brauche ich mir nichts vormachen hier. Sonst blieb kurz. Meine Stimme mal kurz weg. Nett. Ah, zu wenig Angriffsschaden dafür. Wir werden auf jeden Fall Hilfe hier unten brauchen und wir nähern uns auf jeden Fall der Trinity Force. Fehlen noch 1 Blatt.
3K. Also 1,3K, nicht 3K. Sie klärt auf jeden Fall ein Trinkwort jetzt. Und ihr merkt schon, jetzt kann ich ein bisschen traden mit ihm. Auch wenn ich kein Mana hatte. Vor allem, weil der so, weh so viel Schaden macht von mir. Ein Verbündeter wurde getötet. Ja, müssen auf jeden Fall vorsichtig sein. Endi hat noch Full Life. Life. Ich habe mir sowieso alle Heiltränke jetzt eingeschmissen. Das kann mich nur aus Mana aufhalten eigentlich. Ah, die kriege ich nicht. Ja, die haben da bestimmt gewollt jetzt. So, eine Welle sollte eigentlich reichen, wenn ich den Farm bekomme für Trinity Force. Und Fissra seht ihr es gerade so ein bisschen. Die Arie gefällt mir gut. Ein gefiederter Fiss ist ein guter Fiss. Kann auf jeden Fall auch Games carryen, indem er den gegnerischen Carry rauspickt im Teamfight. Schade, den habe ich das verpasst. Ja, in dem Fall ist er auch. Scheiße. Er wusste schon, während der Auto-Attack fliegt, dass es nichts wird. So, ein bisschen Schaden noch gemacht auf den Luschen. Mittlerweile seht ihr halt, ich mache Schaden. Vor allem durch meinen W. Zack, jetzt sollte ich. Na, Trinity Force glaube ich noch nicht ganz. Kostet glaube ich das Rezept relativ viel, aber ich guck mal nach kurz. Doch, kann ich mir kaufen. Be right back. Och, Tree. Also Tree Force, Trinity Force, Scheiße der Einigkeit. Zack, kriegen sie ihn gar nicht mehr gestunt. War ein bisschen knapp doch noch. Dann nehme ich noch einen Pink Ward mit und einen Heiltrank. Ja, Wards sind sehr wichtig. Kaufen. Also ich weiß nicht, es liegt glaube ich daran, dass ich im Support oft spiele, dass ich jetzt auch noch Wards kaufe, obwohl ich es gar nicht müsste. Aber man sieht ja auch jetzt, wo die Weltmeisterschaft ist, die kaufen da alle Wards. Vor allem bei den koreanischen Teams, sie haben immer einen Pink Ward mit dem Gepäck. Es sei denn, aus am Anfang natürlich, ja, ne? Da müsste man ja sein Anfangs-Item verkaufen. So, setze ich hier für unseren Jungler den Pink Ward hin, damit er da auf jeden Fall lang gehen kann. Annie versteckt sich hier im Busch, hat die Lüge gut angepinkt. So, jetzt kann eigentlich der Schaden losgehen mit Tree Force. Zack, die kriegen wir. Ich weiß nicht, ob man den Kill nimmt, aber ja, ich gut gebrauchen können eigentlich. Schreibe ich auch mal. Sollte mir auf jeden Fall Kills lassen. Ich push erst die Lane aus. Ja, also die Annie war auf jeden Fall tot und da musste er eigentlich nicht mehr sein E reinschmeißen. Schade, dass du jetzt hier. Ah, ich versuche ihn zu zerstören. Oh oh. Jetzt habe ich ein Problem. Oh, einen Kill habe ich ja bekommen. Und irgendwann teleportiert sich da und der mal viel zu viel. Ja, der war viel zu viel. Die Nina, die hat sich geportet. Alistair hat doch einen Teleport. Entweder ist auf Cooldown jetzt, glaube ich wohl. Ne, ne, da ist er. Er hat sich ein bisschen spät geportet jetzt. Hätte auf jeden Fall eher machen sollen. Ja, da kriegt er noch den gegnerischen Ali Carry. Ich habe mich jetzt gerade mal kurz entschieden. Ich baue als nächstes Blade of the Wind King. Und ich habe einen Kill auf der Ari bekommen. Mit meiner Passive. Die macht echt unverschämt viel Schaden eigentlich. Meine Tower wird voll fallen. Weiß nicht, ob ich den noch verteidigen kann. Meine Ulti hat auch nicht so viel Reichweite. Ah, der ist weg. Er ist weg. Ja. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Na, dann sieht man die extremen Mana-Kosten der Ulti, doch der Ulti, schon, ja, sind schon ein wichtiger Faktor, weil dadurch erhöht sich auch halt der Damage. Du musst nur ein bisschen treffen, das mache ich nicht. So, auf jeden Fall habe ich jetzt noch ein bisschen mehr Sustain,
Weil ich jetzt das empirische Rezept habe. Ja, das lässt sich manchmal nicht swappen, ne? Dann sollte Farm auch ein bisschen besser klappen. Und ich bin ganz dicht dran an dem Lucian. Ja, ein Verpass. 124 zu 123. 1 CS. Und der Fisch. 5-1 hat der Fisch. Der ist gerade echt noch weggekommen. So, da haben wir noch ein ordentlicher Wave Clear bei. Und Tower jetzt auf jeden Fall stark Harrison. Schade, habe ich jetzt noch einen Tower-Schuss abbekommen. Ari kommt runter, die sollen die sich verpinkeln. Soll abhauen. Dann haben wir schon Wort einsetzen eigentlich. Top-Lane, wie sieht eigentlich auf Top-Lane aus? Alistar 3-3, Niederlee. Ja gut, hier ist schon stark zum Matchup. Da ist doch die Annie. Ja, Lucian hat Red Buff, da müssen wir jetzt auf jeden Fall aufpassen. Was da nicht schief geht. Ja, da könnte ja die Story. Da kann ich nichts mehr machen. Ich habe einfach keinen Mana, aber jetzt irgendwie zu traden. Aber dafür kriege ich die ganze Welle. Jetzt haben die in unserem Ward geklärt auch noch. Ja. Naja, nicht so schlimm. Lulu 2-2, ist gar nicht so schlecht dabei. Ich habe 2-3, ist auch nicht so schlecht. Natürlich ausbaufähig. Und farmtechnisch klappt es auch immer besser jetzt. Haben wahrscheinlich eingespielt. Was macht der Malfius? Hat sich eine Schiene gekauft. Und das AP-Jungle-Item. Weiß nicht, ist eine interessante Wahl. Also Schienen, klar, macht Sinn. Aber das Jungle-Item? Weiß ich nicht. Ja, ich lasse mich überraschen. Ich spiele ja nicht schlecht. So und so farmt man, so läuft's. Lucian ist tot, das heißt, ich kann den Bot-Tower pushen. Die sollen den Mitte auf jeden Fall halten jetzt. Ja, das heißt halten, die Leute in der Mitte halten, Leute. Alice hat den Top-Tower, den zweiten Top-Tower schon bekommen. Ich krieg den Bot-Tower auf jeden Fall, der kommt auch nicht mehr weg jetzt. Zack. Ja, den Last-Tower wollte ich eigentlich machen. Nicht so schlimm, ich push einfach weiter. Wir gucken mal ja zum Glück sehr gut. Und wir haben jetzt schon 20% zusätzliches Angriffstempo. Nur durch unsere Passive. Wir sind schon auf 1,22 Angriffe pro Sekunde. So, inwieweit können wir kaufen? 2040. Dann verkaufe ich meine Dorans. Ist auf jeden Fall wert. Lebensraum haben wir sowieso jetzt dadurch. Und der Drache. Eine Minute, das sollten wir auf jeden Fall jetzt für grooven. Was hat der Lucian jetzt im Gepäck? Humus und Infinity Edge. Kann auf jeden Fall ordentlich Schaden mit raushauen. Und der Fisch ist tot. Also würde mich jetzt sehr wundern. Oh, guck mal, oben mit dem E und dann Q. Ja, schade. Ja, ja, da war er tot. Nicht von den Spielern getroffen werden versucht. Super. Oh, alles hat Handy. Ist doch bestimmt eine Antenne, ne? Na, ja. Also die Tank. Kein getroffen. Ich treffe nicht so gut. Ah, ich fokus meine Mädchen besser. Ach, bekommen wir keine Kills. Schade eigentlich. Ist aber im Endeffekt eigentlich wurscht. Dafür bekommen wir jetzt auf jeden Fall die Linie. Jo. Da ist noch nicht tief. Nee, da bin ich ein bisschen tief reingegangen. Weil keiner von uns stirbt, das ist schon mal sehr wertvoll. Und den Drachen sollten wir jetzt machen.
zweiten Tower könnten wir eigentlich auch machen, aber Fisch sollte da auf jeden Fall einen ordentlich Schaden drauf bekommen. Und das noch ist ja keiner, der sich irgendwie regeneriert. Von daher folgt mir aber. Das wird jetzt ein Drachen angehen. Und mein Kuchen ist jetzt schon mal nicht auf ihn. Aber den kriegen wir auf jeden Fall noch. Ja, wunderbar. 25% Angriffstempo. Auch wunderbar. Danach mache ich auf jeden Fall Infinity Edge. Oder sogar Humus, ich weiß nicht. Genug Angriffstempo haben wir ja schon. Braucht man eigentlich keine Humus mehr. Ja, mal gucken. Je nachdem, was ich mir anbiete. Und Farm habe ich jetzt so in der Lucian überholt. Aber der kommt, glaube ich, runter. Mache ich hier die Golems noch. Und dann gehe ich weg und kann mir auf jeden Fall das große Schwert kaufen. Also BF. Best Friend. Das ist ja so ein bisschen durchgesetzt. Best Friend. So. Mittlerweile mit ein bisschen gepusht gerade von den Gegnern. Alistair hat Trinity Force, Frozen Heart und den Stab, den stehe ich schon. Das ist nicht schlecht. Auf jeden Fall eine Menge Tankiness dabei. So, jetzt suchen wir uns das Riesenschwert raus. Ich würde sehr gerne. Ja, die Angriffstempo brauche ich eigentlich nicht. Ich könnte auch die Magieresistenz-Boots bauen. Oder die Magie-Durchdringungsschuhe. Die würden mir auf jeden Fall auch beim E, Q und R helfen. Mal gucken, irgendwas sollte auf jeden Fall top-deffen. Nearly reißt schon Türme ein. Ich pushe derzeit Bot aus. Es ist gerade nicht so schön, dass die Midlane vielleicht stirbt. Ich hoffe nicht. Ich gehe auf jeden Fall ein bisschen entgegen. Ist nochmal recht aus. Also, kill-technisch ist das Game nicht ausgeglichen. Sieht man offensichtlich. Aber vom Level her auf jeden Fall ausgeglichen. Blutrausch. Immer Feed. Penetriert von dem Gegner. Und wie groß der auch durch die Luli-Ulti wird. Ist nice. Ich reiß mal Tibas hier ab, der geht mir auf den Sack. So. Schön ein bisschen Harrison hier vom Tower. Alistair kommt von der Seite, ich weiß nicht, was der vorhat. Er macht auch sofort seine Ulti, wenn es irgendwie ganz nicht wird. Sehr, sehr schön die Ulti, ich mach die jetzt. Wenn es ein paar Minions da wären, würde ich sogar in den Tower eingehen. Weil wir haben einfach. Wow. Oh, ab mit deinem Speer. Zack, Crit sogar gelandet. Na, ich hab noch keine Ulti, jetzt hat sie ihre Ulti. Ordentlich Schaden auf jeden Fall machen wir. Oh oh. Ja, das ist natürlich nicht so gut, wenn der Schaden voll ist. Also wenn das was diesmal nicht dann vollenden, was die keine Schaden gesagt hat. Aber ist aber auch nicht schön, wenn ich fast. So, ein bisschen Damage raushauen. Und ich treffe den Lucian immer. Okay, jetzt nicht mehr. Ich guck mal, ob der Red Buff von den Gegnern da ist. Für 1k Gold könnte man sich die Spitze ja schon von leisten. Schade, der ist nicht da. Entweder reißt es den Tower ab oder ich gehe gleich nach oben. Wenn ich meine Farm nicht so stark vernachlässigen möchte. So, ein Tower abreißen, Tower abreißen. Auch wenn der mich jetzt trifft. Geht noch mal langsam schön. Und dann gehe ich jetzt auf jeden Fall zurück. Oh, mein Team will nicht zurück. Mein Team will nicht zurück. Mein Team will nicht zurück. Macht das aber super, wie den können. Die reißen alle da. Ey Leute, chillt mal hier. Fisch gekillt werden. So schnell mal. Ja, jetzt konnte ich den Alistair nicht saven. Ach, den Malfit nicht auch noch saven. Fressen ein bisschen Tower-Schaden hier. Ist mal nicht so schlimm. Kann ich hochheilen. Den sollten wir wieder kriegen. Oh, die geben auf. Die geben auf. GG. Ja, hast das Spiel in Gold 3 direkt gewonnen. Lag nicht unbedingt an mir. So lag auf keinen Fall an mir. Der Mafid und die Alistair und der Fizz haben richtig guten Job gemacht. Auch die Ludo war nicht schlecht. Habe ich ein gutes Team gegriffen. Haben mich doch schon ein bisschen gecarried jetzt. Naja, das nächste Mal spiele ich hoffentlich kein Support. Wollte ich schon gerne. Kein Ali Carry.
Naja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, trotz der Umstände, dass ich nicht so gut gespielt habe. Und ja, haut rein, bis zum nächsten Mal.